Willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün auf den Seeschauminseln. Wir gucken, letztes Mal sind wir hier rumgelaufen. Wir gucken uns erstmal diese Ebene an und schauen mal, ob wir hier was fangen können, was wir noch nicht haben. Legmon. Legmon. Nein, brauchen wir nicht weiter. So. Oh, nee, die ist stabil. Wir gucken uns jetzt erstmal diese Ebene hier an. Also diese Steine, wissen wir, müssen wir definitiv runterschmeißen. Für die zweite Ebene, für so ein Rätsel. Ich weiß nicht mal, wie es genau war. Aber es wird, wenn hier schon die Steine liegen, dann sollten wir das tun. Und wieder mal. Tschüssi. So, okay. Also. Ein Pokémon kann diesen Felsen bewegen? Ja, natürlich. Nidoqueen, zeig, was du drauf hast. Ja, ja. Ach so, ich muss ja nichts klicken. Ich muss ja nur tun. So, und man kann es auch verhauen. Natürlich auch interessant. So, da unten müssen wir auch nochmal dasselbe machen. Dann gehen wir mal da runter. Und schauen. Hallo Fleckmon. Sag hallo zu Raichu. Tschüss. Also ich habe jetzt hier noch keinen Schutz drauf gemacht, weil ich noch gucken will, ob wir vielleicht noch was anderes bekommen. So. Ah ja, wir haben Stärke noch drin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist ja bequem, dass man es nicht jedes Mal wieder aktivieren muss. Kommt jetzt da noch was anderes außer Fleckmon? Das ist ja furchtbar. Okay. So. Zack. 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 Ha. Tschüss. So, dann können wir diese Ebene verlassen. Hier. Okay. Wir orientieren uns erstmal auf dieser Ebene. Ey, wenn jetzt noch einmal ein Fleckmon erscheint, mache ich Topschutz drauf. Das ist ja... Das bringt's ja nicht. Und, also wir bleiben mal auf dieser Ebene, auf der wir gerade sind und gehen jetzt nicht irgendwelche Treppen oder so durch. So. Okay, das ist jetzt auffällig, was wir damit tun sollen. Ich glaube, das ist eins, was wir runtergeworfen haben. Ist jetzt hier gelandet. Jupp. Okay. Nicht darunter. Weiter. Endlich mal was anderes. So. Erstmal die Donnerwelle. Jurop, gucken wir mal, dass wir es gefangen bekommen, oder? Oh, wow, 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 wow. Das sieht schmerzhaft aus. Okay. Es ist nicht schmerzhaft. Noch ein Ruck zu keep. Dann können wir es probieren. Und? Ja. Perfekt, paralysiert. So. Hyperball. Das kann jetzt bis zu 10 Versuche gehen, weil wir es erst auf Gelb haben, nicht auf Rot. Schauen wir mal und... So gefällt mir das. Das ging schneller als erwartet. So. Dieses Pokémon verfügt über ein sehr hartes Horn, um damit dicke Eisschichten zu durchbrechen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Sieht doch knuffig aus. Also. Hier. Mhm. Ja, jetzt kommt noch ein Jurop. Nein, nein, das passt jetzt. Okay, wir sind jetzt auf dieser Ebene überall gelaufen, wo wir laufen konnten. So, was kriegen wir hier? Ein Beleber. Was bedeutet, wir können jetzt diese Treppe hier nehmen. Zubat in Höhlen, das macht natürlich Sinn. Passt. Sozusagen im Charakter. Und gehen wir mal hier hin. Yo. Gehen wir mal hier. Es ist so ein bisschen ungewohnt, in der Höhle zu sein und es sind keine Trainer da. Und ich meine, das passt ja auch von der Lore her. Riesenperle? Was ist die Riesenperle? Ups.
Hier drin ist ja eigentlich niemand, außer wir Verrückten hier. Kind, das alleine hier in so einem... Nein, hier ist es. Hier muss es sein. Und so ein Ding ist eine relativ große Perle. Ah, okay, Geld. Das ist Geld. Hier, da geht es wieder irgendwo hoch. Da kam wer her. War es das? Wieder Fleckmon. Also, die wollen wirklich, dass man sich einen Fleckmon fängt, oder? Ja, das war alles. Wo gehen wir weiter? Nehmen wir mal. Hier geht's wieder hoch. Ja, okay, dann sind wir genau hier. Logisch. Wasserstein gefunden. Das ist schön. Da hätten wir unser Evoli auch zu einem Aquana machen können. Und Wapuzel zu Quappo. Und es gibt hier nur noch eine Treppe, die runtergeht an dieser Stelle. Und ich weiß, wir haben bestimmt irgendwelche Seitengänge übersehen oder werden sie noch übersehen. Aber das gehört dazu, dass man nicht alles sofort hat. Schade, dass hier der Hintergrund nicht jetzt auch passend so eisig wäre. Und... Okay, da geht's weiter runter. Das wollen wir jetzt nicht. Ja, genau, da ist das Rätsel. Ich glaube, da war das Rätsel. Denn... Da ist die... Dieses Wasser hat eine Strömung. Und man muss das mit Felsen versperren, sonst wird man wieder irgendwo fast an den Anfang gespült, ja. Wir müssen da irgendwie Felsen runterwerfen. Oh, ich das... wir bleiben bei der Folge mal dabei, bevor wir Topschutz benutzen. Vielleicht findet sich noch was anderes Seltenes. Also... Das hier ist klar, erstmal das eine. Ja, Jorob. Hm. Was ich jetzt nicht ganz verstehe. Was? Also das ist klar. Das kann man hier reinschmeißen. Jo. Das ist logisch. Aber wie sollen wir... Was sollen wir mit dem machen? Du bekommst von keiner Seite hier weggeschoben. So, hier müssen wir, wenn dann das wegbewegen. Ah, okay. Oh, wow, jetzt hätte ich es fast verhauen. Aber wir hätten es noch retten können. Wenn ich es jetzt nach links schiebe, dann geht das, aber dann müssen wir das andere da wegschieben. Sonst verbuddeln wir uns den Weg. Und tschüss. So, das muss dann weg. Mal komplett weg. Jetzt können wir das weiterschieben. Sonst hätten wir uns da auch das versperren können. Schön. Und wieder mal Fleckmon. Wenigstens lassen die einen abhauen. Es gibt ja auch JRPGs, bei denen das nicht so ist. Dass die Monster einen dann im Kampf halten wollen. Dann wird es richtig nervig. Das tut ja Pokémon nicht. Das ist ja richtig angenehm dagegen. So. Und auch runter damit. So. Jetzt, hier könnten wir natürlich runter surfen. Wir wollen aber jetzt tiefer. Und tschüss. Wir kamen daher. Hm? Ja, muss doch noch was anderes sein, oder? Bestimmt irgendwas mit so einer 5% Chance. Also. Runter. Ah. Okay. Wir gucken mal hier rum. War dort überhaupt das Rätsel? Oh, Golbat. Komm. Das hat ganz schön Kraft. Ah, perfekt, perfekt. Perfekt, es wurde paralysiert. Das soll uns recht sein. Und noch einmal. Ah! Das war nicht geplant, aber es passiert. Okay.
Kommt nochmal eins? Nein. Eieieiei. Und? Hyperball. Immerhin. Also, was... Ah, sehr gut, da ist der Weg versperrt gewesen. Da war er schon versperrt. Links, habt ihr gesehen? Wir haben das da schon runtergeschmissen. Das hat schon mal geklappt. Weiß nicht, ob man das auf mehreren Ebenen machen muss, aber irgend so ein Rätsel halt. Felsen könnten die Strömung... Felsen könnten die Strömung vielleicht umlenken. Das sollten sie doch eigentlich getan haben. Gehen wir mal rechts rüber. Hallo, Juro. Gucken, was hier ist. Hier geht's auch hoch. Vorsicht, gefährliche Strömung. Sehr gut. Jetzt können wir hier auf der Seite hoch. Und normalerweise doch dort. Springen wir mal hier durch. Wo landen wir dann? Wo schickt er uns dann dahin? Okay, dann kommen wir wieder hier raus. Aha, hallo Job. Das hat also... Es hat nichts Schlimmes getan, es hat uns aber auch nichts gebracht. Wir sind wieder dort, wo wir waren. Dann können wir jetzt hier auf der Seite gucken. Hier haben wir das Wasser ja beruhigt. Hallo Europe. Hello again. Ich sag zu Europe. Hello again. So, das Wasser ist tiefblau. Und? Surfing da Bras, yeah. Okay. Diesmal wird es... Nein. Nein, wir lassen Raichu. Einmal kann Raichu. Hallo. Jaul. Diesmal dürfen wir es nicht versauen. Ein wildes Arktos erscheint. Los, Raichu. Also. Einmal Donnerblitz geht. Definitiv. Es wäre so bitter, wenn es jetzt einfach down wäre, aber... Oh. Wow, 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 wow. Aha. Arktos zieht auf Raichu. So, noch einmal Donnerblitz. Sehr gut. So, perfekt. Und jetzt... Stopp. Jetzt... Donnerwelle. Gut. Paralysiert. So. Weißnebel ist uns völlig egal. Gegner werden in Weißnebel gehüllt. Wie war das jetzt? Jetzt können wir keinen Statusweg mehr draufhauen, denn wir haben ja schon einen. Hyperball. Jetzt beginnt der große Spaß mit den Hyperbällen. Ja. Es ist paralysiert. Also. Bitte, bitte, bitte. Oh, das ist sehr gut. Nochmal Rückzug-Hieb. Ah, das tut weh. Das tut weh. So. Oh! Was? Okay, Lapras, Lapras, Lapras. Also. Hyperball. Komm, komm schon. Sehr schön. Einen Fall. Keine dieser Attacken. Alle gefährlich. Es kann sein, dass wir jetzt einfach 60 Bälle quasi werfen. Oh. Oh.
Das ist jetzt halt so, wie es ist. Lässt sich nicht verhindern. Och, Mann. Komm, 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 komm. Wir haben es paralysiert und fast down. Hey. Können wir sonst noch was machen? Oh. Ah. Mann. Blödes Arktos. So, und es kommt jetzt auch noch zuerst ran. So, dadurch, dass wir den Hyperball werfen, nicht, aber... Mann. Ich freue mich jetzt halt keine Attacke mehr zu machen. Und... Sonst ist es jetzt einfach nur ein Ballgewerfe. Och, komm. Er leuchtet so schön. Okay. Egal. Los, Hyperball! Nieder mit den dunklen Mächten! Ich fang ihn, fang ihn, fang ihn, fang ihn. Ich will dich, Arktos. Und du willst es doch auch. Willst es doch auch. Mann! Eieieiei. Wir haben noch 100 Pokebälle. Ich habe das Gefühl, das kann es... Kann ins Lange gehen. Also, soweit ich weiß, kann man nur eine Statusveränderung draufhauen. Und deswegen, wenn paralysiert, dann sollte normalerweise Schlaf nicht gehen. Klar, theoretisch jetzt noch ein Schlag, damit Arktos noch schwächer wird, aber das wäre jetzt viel, 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 viel zu riskant. Ey. Junge. Hm? Okay, gut. Lapras war die richtige Wahl. Wir hatten schon ein paar Mal, das war knapp und... Ach. Hm, Eisstrahl ist ein Fünfer? Oder 10er AP-Attacke? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hat mir schon zweimal, das war knapp. Boah, ba, 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 ba. Komm. So. Ja. Ich stelle mir das dann in Realität vor. Da liegen dann irgendwann 100 Bälle rum. Warum kann man die nicht eigentlich wieder aufheben? Sind die dann verbraucht? Ist das so wieder so ein Geldmacherei-Dingens vom Hersteller von der Sylph Corporation? Eieieiei. So. Einfach eiskalt weiter. Komm, komm, komm. Und. Und. Wie überbrücken wir jetzt die Zeit? Kennt ihr den Erlkönig? Es kann sich jetzt nur noch um Stunden dauern. Handeln. Was für ein Deutsch? Das kann sich nur noch um Stunden dauern, ey. Das ist nicht sehr effektiv. Komm schon. Und... Also. Ich probiere mal Schlaf, Bruder. Vielleicht geht's ja doch. Oh, ist bloß nichts Falsches drücken. Ja, okay. Weißnebel lässt nach. Flug fehl, ich mache das jetzt zweimal. Ich will es nur ausschließen, aber ich glaube, es geht wirklich nicht. Ja, okay. Okay, gut. Nun denn. Dann mögen das Bälle werfen beginnen.
Bloß nicht auf Kampf gehen. Egal, was wir dort drücken, es endet böse. So. Eieieiei. Was man nicht alles für einen Arktos tut. Tja. Autsch. Und damit bis zum nächsten Mal.